so nicht, sagen nicht nur die Bauernsleiter, so nicht, sagen auch wir von Team K. Die Bauwirtschaft, die Freiberufler, die Gemeindebediensteten, wir alle sind direkt oder indirekt, früher oder später, von diesem Anordnungsgesetz betroffen. Worum handelt es sich hier? Es geht um die nunmehr zweite wesentliche Änderung des aktuell geltenden Raumordnungsgesetzes Nummer 9 2018. Über 30 Artikel schlägt die Landesregierung vor, abzuändern. Und es sind über 50 Abänderungsanträge eingegangen in der Kommission. Und wir sehen einmal mehr, dass Theorie und Praxis stark auseinanderklaffen. Wenn man mit den Bauamtsleitern in den Gemeinden spricht, so hören wir, dass das Prozedere, der Ablauf einfach nicht durchdacht ist und es so nicht funktionieren kann. Wie wir vom Team K mehrmals schon beanstandet haben, wäre ein Aufschub des neuen Raumordnungsgesetzes, des Inkrafttretens auf 1. Juli 2021, eine Lösung gewesen, um in diesen unsicheren Zeiten vor allem die Bürgerinnen und Bürger und alle Beteiligten am Wirtschaftssystem nicht noch mehr zu verunsichern. So haben wir jetzt einen Dominoeffekt vor uns, der aufgrund der wenigen Bauanträge im Herbst jetzt und im Winter schon prognostizieren lässt, dass wir nächsten Frühjahr und Sommer die Bauwirtschaft vor einen leeren Auftragsbüchern steht. Wie wollen wir als Südtirol und vor allem in diesen Wirtschaftssektoren dann im nächsten Jahr positive Auftragslage haben mit diesem Vakuum an Bauanträgen?